Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Berseria. Ich bin es, euer Mafix. Beim letzten Mal hatten wir einen wunderschönen Cameo-Fight gegen niemand anderen als Jude Mattis, unseren lieben Doktor und Weltenverbesserer aus Tales of Celia, der in einen Pinguin verwandelt worden ist und auf der Suche nach der guten Mila ist. Leider, wir haben keine Zeit, Mann. Wir müssen ja irgendwie die Welt retten und so, weil sonst gibt es auch für ihn keine Chance mehr, in seine Welt zurückzukehren. Wir mal noch eine letzte finale Sache machen und dann geht's wirklich jetzt los mit dem Finale. Und zwar der finale Kampf von Magilo gegen Magilo. Ein Kampf der Giganten. I thought I could make things work out if I just got to the capital. But finding a job here isn't easy. We worked so hard and lived so well in that town. Why did this have to happen to us? We should tell the Abbey what happened. They'll help us and kill all those evil demons. We know that place better than anyone. We can help the Abbey recapture it. I'll never forgive those demons. Or the Lord of Calamity. I'm sorry. Showtime, Magilo! Come out and face me, preferably unprepared. Magilo isn't doing any shows right now. Hmm? Why not? Oh, did she get scared when she heard that Bienfu and I were teaming up? No. Magilo and her teacher had a big fight. From what I've heard, it sounds like she's run away from home. Do you know what happened? She just kept going on about how she wanted a break from practicing. So? She's young. She probably just wants to go out and have some fun. Preposterous! If she takes even one day off, it takes three to get her back in form! Even so, shouldn't you at least hear her out? All I've done is hear her out. She mentioned something about wanting to go to the Zamal Grotto, but I wouldn't have any... Did you say Zamal Grotto? That place is a nest of vicious demons! What? Hmm... Vicious demons, you say? If Magilo really went there, then victory could end up being mine by default! This isn't a joking matter! We have to go look for Magilo. Oh, my precious Lulu. Ich bin für ein taktisches K.O. So Leute, da habe ich jetzt keine Lust. Hätte ich jetzt mir noch ein finales Showdown zwischen den beiden gewünscht, aber nein. So, wir haben noch so viel eigentlich, was wir machen können. Schalte ich das mal an, Mann. So viele. Nein, nein, nein. Ja. Der empirische Ton, da geht es jetzt nämlich hin. Kein Geschlafe, kein Ausgeruhe mehr. Kann ich mich zum empirischen Thron eigentlich porten? Ja, nicht, oder? So, jetzt ist nur die Frage, was ist der schnellste Weg dahin? Da, Ebenen, Galett, hier eher schon mal nicht. Dann, ne, habe ich noch eine zweite Option, und zwar, wenn ich mich nach Sechseshafen, müsste ich mich, glaube ich, porten, oder? Weltkarte, Sechseshafen. Ich kenne mich doch da aus hier. Wieso benutze ich da eigentlich überhaupt eine Karte? Ja, Südeingang? Das ist der falsche Weg. Nun gut. 10 Meter habe ich mir gespart. Und jetzt, Leute, geht's los, Mann. Jetzt, komm. Wir haben keine Zeit mehr zum Schlafen, Mann. Wir müssen jetzt hier mal voran. Die Kiste habe ich doch mindestens schon 5000 Mal geöffnet, oder? Die spawnen doch alle nach. So. Denn wir haben eigentlich keine Zeit, Mann. Wir müssen eigentlich hier die Welt... Nicht retten, stimmt. Wir müssen die Welt nicht retten, wir vernichten sie. Stimmt ja. Wir und Welt retten. Leider, Mann, wir stürzen die Welt ins Chaos, Mann. Immer noch der epischste Moment, Mann, wo wir einfach sagen, hey, wir nehmen die Welt und stürzen sie in ein endloses Chaos, Mann. Das war ein Statement, Mann. So, hier sind natürlich überall lustige Viecher, aber die sind alle unterlevelt, deswegen legen wir uns gar nicht mit denen an. Wisst ihr, Leute, vor 30 Spielstunden. So ungefähr nach 10 Stunden waren wir hier und es hat alles schon so gewirkt, als würde das Spiel enden. Und überleg dich mal, 30 Stunden später und wir sind immer noch voll drin und haben noch so viel zu tun eigentlich. Hiya! I got another letter for you, Eisen! Hey, are you okay? What does it say? I can't read it right now. One of you do it. Okay. Dear brother, I got your letter. Not sure why it was so tattered. I'm glad that you were able to tell me how you really feel, even though it was beyond obvious by now.
Your clear descriptions of the self-defense Moloch arts allowed me to master them quickly, despite your terrible grammar. As weird as it feels writing this to a pirate, good luck with your work! And I know how to keep a secret. So please keep writing me letters. My life doesn't revolve around them, but I do enjoy hearing from you. I can't see the oceans you sail from my perch here on the mountain, but I'm thinking of you and praying for your safety. And I want you to know I'm doing fine. Ah, looks like she's just as roundabout and stubborn as her brother. It must run in the family. There's more. P.S. Thanks for the Nordahls. They're not really all that cute, but I guess I like them a little bit. But ever since I got that last one, I hear this voice at night telling me I should write you and be here for you when you need to vent. It's actually rather annoying, but since the doll is a gift from you, I'll make a special exception for it. That's all. Sounds like she's really got it together. You know, I don't think we ever asked you her name. Edna. That's a pretty name. Glad you think so. I'm the one who named her. Ednas Antwort. Und uns wird leider mal wieder traurigerweise bewusst, was das im Endeffekt heißt, Mann. Und das wieso, was mich eigentlich an dem Spiel so nervt, Mann. Wir wissen, wie die Geschichte zwischen Edna und Eisen ausgehen wird. Nämlich, dass Eisen sich in einen Drachen verwandeln wird. Apropos Drache, hier ist auch eine schlimme Stimmung. In the sky. Wait, look. Wohin soll ich schauen? Hallo? Okay, naja. Ich weiß zwar nicht, wohin ich schauen soll, aber nun gut. Wir haben ja in der einen Anime-Cutscene schon mal gesehen, dass da irgendwas über den Wolken geschehen ist. Irgendwas, was die Illuminati hier aufgebaut hat. Keine Ahnung was. Naja, immerhin haben wir ein letztes Abschiedswort hier von Edna gehalten und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Nochmal zum Abschluss. Halt, wie die Quests nicht einfach so am Stück aneinander laufen, sondern halt so innerhalb irgendwie des Ablaufes der Geschichte integriert werden. Das ist ziemlich cool. Und ich freue mich, dass wir nochmal ein letztes Mal hier auch offiziell da jetzt ihren Namen bekommen haben, dass wir nun auch offiziell wissen, dass es sich um Edna handelt. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier das an. Was ist hier los? You're the ones who liberated us from Inominat's domain, right? I want to thank you for all that you've done. You really don't have to do that. I was just acting in my own interests. If any Molochims still get in my way, I won't hesitate to devour them. Hey, hold up! Most of us are under the influence of Inominat's power and have been robbed of our free will. The majority of Molochim are too afraid of malevolence to even go near humans. Before Inominat's interference, we were a peaceful people. That doesn't matter to me. We get what you're saying, but if we go easy on anybody, then we'll be the ones who get killed. If you truly want to protect your friends, you'll have to stop us by force. Wouldn't you agree that having free will means choosing the path you believe in? I suppose you're right. And that's why we too will work toward the future we desire. In order to achieve a perfect fusion of human and Moloch power, the Abbey gave Armadi a physical form. Specifically, their vessels embedded with a formula that can manipulate mana. They call these objects divine artifacts. Is that what that bow is? Yes, this is one of the divine artifacts. We've decided we want to pass on the knowledge behind the divine artifacts and armatization to future generations. Why would you want to do that? Armatization is dangerous. We want to enable humans and Molochim to coexist. What? In its current form, armatization is a one-sided process, allowing a human to exploit a Moloch's power. But imagine if humans and Molochim could armatize with mutual awareness and consent. It could provide just the edge our people need to battle the great forces who seek to harm our world. Like the Lord of Calamity, you mean? Well, do what you want. It's another potential for the future. Yes. But I have one warning for you. The divine artifact intended for Inominat is already complete. You know what that means, don't you? Artorias himself will use the divine artifact to armatize with Inominat. For the good of the future,
We'll pray for your success in battle, Lord of Calamity. Danke, ihr müsst mich nicht immer bei meinem schönen Namen nennen. Das macht mich so immer froh, wenn ich als das Böse in Person bezeichnet werde. Und hey Leute, Mann, ich muss schon mal sagen, also, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn man sich den anderen Lord of Calamity, also Helder, veranschaut und uns, wer ist cooler, Mann? Wer ist cooler, Mann? Also, ganz ernsthaft, Mann, der kleine süße Helder, Mann, der hat ja nichts gehabt, Mann. Ich weiß noch, hier hatten wir das erste Mal diesen Kampf gegen den Riesen-Gorilla. Und zwar unser erster gefährlicher Encounter. Lang, lang ist es her. Lange ist unser Abenteuer gewesen. Und langsam kommen wir nun zu einem großen Ende. Und ich finde es auch ganz schön, dass hier nochmal gesagt worden ist, hey, so ist es mit der Amortisierung und deswegen hat es mit der Amortisierung auch geklappt, weil, ist ja logisch, in anderen Teilspielen hat es ja, in Cisterra gab es ja die Amortisierung als ganz normales Mittel. Wenn wir ein Cruise hier hoch, sind das Wolken? Oder fliegt da irgendwas über uns? Ach, ich weiß es nicht. Wir cruisen ja jetzt hoch, Mann, und es ist Zeit nun endgültig Artorias zur Strecke zu bringen und die Illuminat aufzuhalten. Okay. Well, it's nice that we've tracked down Innominat, but now what's the plan? I don't think even Griffin could get us up there. And my guardian takes one passenger only. I don't think we need to worry about that. Huh? Well, looky there. A teleportation art. Looks like we are expected. For Innominat to fully awaken. They need me and Lafayette. Which means they want to settle this once and for all, too. Sounds good to me! Bring it on! Is what reckless idiots say before plunging into the unknown. Be more cautious. Sorry. Wow. That is the first time I've ever heard Magilu say something sensible. A bad omen. Let's be careful and take a good look around first. Belittling a faithful ally right before the final showdown? Do you not cry? If I prick you, do you not bleed? Die letzten Meter. Schaut euch das an. Was für eine gewaltige Macht. Ich kann ihn spüren. Innominat ist direkt hinter diesem Arte. An diesem Punkt wird uns der Gegner nicht mit billigen Tricks bekommen. Stürzen wir uns ins Getümmel und legen das alte Roku. Du gehst doch nur aus Spaß her. Ich habe mich kurz umgesehen, aber keine Fallen und auch keine anderen komischen Dinge gefunden. Ich habe verhindert. Ja, aber man weiß ja nie, was kommt, bis man den Sprung ins kalte Wasser wagt. Ich hätte es versuchen sollen. Das Ding auf dem Podium ist ein Teleport-Transitor. Ein altes Malaga, das zur Beförderung dient. Schön, dass du immer noch mehr weißt als wir alle anderen. Ja, Leute, und ihr wisst, was das heißt. Das heißt, die Sache wird nun ein für alle Mal zu Ende gehen, Mann. Wir werden hier in diese Festung gehen. Wir sind Level 66, mein Ziel war Level 65, also sind wir gut vorbereitet. Um die Sache einfach alle Mal zu beenden. Schauen wir nochmal hier rein. Vielleicht hat sie hier was getan. Schau dich an. Das ist der empirische Thron. Da, wo wir das erste Mal gegen Artorias gekämpft haben. Und in hunderten von Jahren ein gewisser Soray, ein neuer Hüter, gegen den Lord of Calamity kämpfen wird. Nur, dass wir in beiden Spielen unterschiedliche Rollen bekommen haben. Einmal waren wir das Böse und einmal waren wir das Gute. Diesmal sind wir das Böse, was die Welt ins Chaos stürzen wird. Oder doch zu einer besseren Welt verwandeln werden, das wird sich herausstellen, wenn wir dort angekommen sind. No exorcists here, it looks like. But a whole lot of Malakim. These Malakim are the sublords who have pacts directly with Innominat. Be careful. He's likely given them a share of his power. In other words, trouble. Not at all. We'll just whip out our knives and carve a path. Our path now leads to the Empyrean Innominat and Artorias. What a strange feeling.
Yeah, it's not every day you make an enemy of the entire world and head out to cut down a god. That is certainly true. But what surprises me more is the passion that fills me. Yeah, you're leaps and bounds more stubborn and willful than any of us. I'll take that as a compliment. If you weren't, I don't think you'd have been able to make a pact with Lafayette. It's because of you, Eleanor, that I've been able to take this voyage around the world. You have my thanks. I also wish to offer my thanks. And look at you, kiddo. Despite the unfortunate company you've chosen to keep, you've managed to grow into a fine young man. Good on you. It's true, isn't it? It kind of makes me want to give myself a pat on the back. You said it, kid. Velvet gave me a name, and Eleanor became my vessel. Aizen and Rokuro taught me how to live, and Moggy Lou provided lots of surprises and laughs. All of that made me who I am now, and I'm glad for it. What about me? Didn't I do something for you? Grimm taught me the ancient tongue, and Bienfu didn't do much. Yeah, you're mean! I'm kidding. Bienfu taught me to never be discouraged, I think. Oh, Lafayette, you're so kind! Well, well. Seems the enemy's hate for us has galvanized our spirits. We don't know what's ahead. Stay sharp, everyone. Yeah. Bienfu hat gesagt, hat einem beigebracht, egal wie übel das Leben ist, egal, what the hell, das ist ein Gegner. Man muss immer dabei bleiben. Selbst wenn man von einer verrückten Hexe gefangen ist. Man muss kämpfen. Das hat mir Bienfu beigebracht. Ich glaube, für Bienfu ist das keine Freude, aber für mich zumindest. Okay, Leute, Mann, wir sind bereit, Mann. Wir tun hier... Oh, scheiße. 19.000 Leben! Ey. Standardgegner haben... Bossfights, meine ich, haben doch nicht mehr so viel Gegner, so viel Leben, oder? Achso, okay, natürlich, wenn ich gegen die Phönix kämpfe, Mann. Krass. Jude hatte 70.000 Leben, Mann. Das war ein Cameo-Bossfight-Special. Also das Stärkste vom Stärksten. Und der hatte 70.000 Leben. Also wenn ich jetzt die drei kombiniere, haben die mehr Leben als ein Superboss. Das ist gut, das ist super, das ist toll, Mann. Aber hey, Leute, Mann, wir haben mit Phönix auf Level 100. 100! Das ist schon. Da war ich echt stolz. Wir haben super jetzt nicht allzu schlecht, das muss man einfach so sagen. Wir haben zum Glück kein Mysterio von ihm gesehen. Aber Leute, Mann, also den Phönix natürlich nicht mehr mal. Ich bin wie gesagt stolz auf mich. Wie auch unsere Partymann wurden wir hier im Laufe des Spiels zu einem tollen Kämpfer, Mann. Anders kann man es nicht sagen. Oder zumindest unsere Items wurden besser. Irgendwas davon wird sein. 13.000 Erfahrung. Alter Falter, Leute. So. Leute, das ist ja die Welt. Wollen wir einen kleinen Bungee-Jump machen? Geht sicher gut für uns aus. Die Engel der Räume. Okay, diese doofen Engel kennen wir. Wenn ich noch erinnert, als hier. Was ist das? Gut, Verbrennung habe ich so gut, dann sieht das doch gerne ein. Als wir in Logris waren, als hier die Unterdrückung ziemlich stark war, da sind die mal aufgetaucht und haben sich uns in den Weg gestellt. Aber sie werden lernen, dass gegen den Lord des Unheils kein Malekin, kein Dämon, kein. Kein Shepard eine Chance hat, Mann. Und wir sind nicht so gut wie Helder, dass wir sagen, hey, du, wir spielen mit dir, wir schauen, ob du stärker wirst. Nein, wir töten mit der Bauern, Mann. Die Engels nerven. Oh, der Kurt ist ja tot. Wieso sagt man das nicht mehr? Leute, Mann! Die Artis, Mann! Ah. Gib mir meine Seelen, gib mir meine Seelen, gib mir meine Seelen, Mann. Die Engel langweilen. Nicht, weil sie stark sind, nur weil sie viel blocken. Die ganze Zeit.
Das sind mir immer die liebsten Dinger. Und weißt du schon, Alter, der mit 16.000. Das piept ja langsam, Mann. Oh mein Gott, wenn ich down gehe, Mann. 16.000 Liegen, das ist doch einfach diese Wahnsinn, oder? Jetzt blocken sie natürlich alles. Muss mir mystische Arte spammen, Mann. Ich hatte gerade 6 Balken voll und dann bin ich gestorben. Jetzt wieder auf den. Ich muss ihn jetzt wieder aufladen. Und jetzt weg mit dir, Gorilla-Monster. Leute, das war doch ein wenig härterer Kampf, aber jetzt bin ich gespannt auf die Erfahrung. 14.000, Leute, Mann. 14.000. Okay, für den Phoenix haben wir 200.000 bekommen, aber der war auch ein bisschen, ein ganz klein bisschen härter. Nein. Dankeschön. Sonst ist er auch nicht so begierig, mich zu jagen. So, wo gehen wir denn lang? Gehen wir da lang oder? Ne, wir gehen da lang. Oder obwohl, ich glaube, wir müssen sogar da lang. Ich befürchte fast, wir müssen da lang. So, aber ich will schauen, was dieses Symbol heißt. Das sieht so aus, als bräuchte ich das. Kommt jetzt hier irgendwas. Gar nicht lang rumspielen, Mann. Machen wir das gleich, oder? So. Nein, ich versuche nicht, mein super mystisches Artus der Stufe 2 zu machen. Ich habe es aufgegeben. Ich will ja lieber eine mystische Artus der Stufe 3 haben. Frag mich, wie ich bekomme. Aber ich will es haben, Mann. Ich finde es so schade, dass Rokuro, Mann, nicht. Also, ich bin mir sicher, er hat eins. Aber irgendwie so ein Artus hat man, wo er dann hier mit seinem Kurogane Sturmbrecher angreift, Mann. Das hätte ich ehrlich gesagt ziemlich cool gefunden. Wir sind schon wieder tot. Rokuro. Was denn los? Alter, Leute, langsam wird's übel. Muss ich Magilo auf Magilo zurückgreifen? Das geht ja gar nicht. Solange ich Eis habe, ist zwar alles okay irgendwie, aber trotzdem, Mann. Muss aufpassen. Alter, mach nicht Schaden. Ihr dachtet, ihr könnt mich töten, Mann. Zack! Was habt ihr von eurem Töten? So, ja, die Party ist ja noch gut drauf, Mann. Ich bin zwar immer. Ah, da hat jemand heilt! Keiner heilt mich. Jetzt ist echt eisentot, Mann. Alter, unsere ganze Party stirbt, Mann. Da stehen sie auf Eisen. Und die ganze Party stirbt. Karanza. Komm, bitte. Also, tau mir nicht die Seele, Mann. Ich brauch die, Mann. Diese scheiß Engel, Mann. Die haben Artis drauf, das glaubt ihr nicht, Mann. So, Engel Nummer 1. Und, hey, die sind ultra stark, haben ultra viel Leben, Mann. Das ist immer meine Lieblingskombination. Alle zu tot. Alter, wie können denn eigentlich immer alle tot sein, Mann? Das fuckt mich gerade ab, Mann. Ist das unterlevelt oder was, Mann? Alle sind tot, Mann. Ich weiß ja nicht, wieso. Ich kämpfe doch hier gerade gegen zwei, Mann. Es ist ein anderer Engel da. Und alle sind tot. Wie kann das sein? Okay, es sind schon wieder drei da. Ich weiß nicht, sie hören einfach nicht auf aufzutauchen, Mann. Mein Leben geht da unten. Oh Leute, Mann, gar nicht gut, Mann. Gar nicht gut. Und das Handy klingelt.
Einen kurzen Moment, bis gleich. So, verzeiht die kurze Pause, Mann. Ich muss hier alles raushauen, nämlich was ich habe in meinem Repertoire. Und jetzt die blocken so sehr, Mann. So. Außerdem. Spammt die mystischen Artis raus, meine Freunde, Mann. Wir müssen doch diesen einen doofen Kampf überstehen können, Mann. Das Problem ist, Mann. Wir machen den Herzog wenig Schaden. Selbst mit unserem Dämonenmodus, schau dich an. Machen wir. Mal abgesehen davon, dass wir jeden zweiten nicht blocken. Ungefähr, also. So, 400 Schaden. Dann machen wir mit 4 Schlägen 400 Schaden. Das ist nix, liebe Leute, Mann. Diese Scheiße. Dreck, ging aber nicht. Ich muss mich gerade echt aufregen, Mann. Schmeiß mich doch mit der Dreckskugel ab, Mann. Alle, jetzt sind alle wieder tot, Mann. Aus! Der. Mann, ich treff sie halt nicht, Mann. Ich weiß nicht, was das ist, Mann. Irgendwie. Schau ich an, Mann. Ich hau auf sie immer drauf. Aber ich treff sie einfach nicht, Mann. Komm schon. Mach sie platt. Ja, genau, Mann. Hau mir in den Rücken, gell? Alter, schau ich zusammen. So, jetzt. Seele. Diese Scheiß-Dreckskegel. Und wir machen halt immer nur so 400 Schaden, Mann. Und das ist halt nichts, Mann, bei deren halt Leben, weil die halt einfach 16.000 Leben haben. Ich hab Bossfight-Charakter, Mann. Eine Attacke, ja, gleich einfach mal so 3000 Schaden abgezogen. Leben abgezogen, ist verständlich. Diesen Ball nehme ich dir übel, Mann. Und ich jetzt, ihr seht, Mann, das ist aber das, was mir ankommt, Mann. Nein! Du nicht mehr, Mann, du Dreckzweig, Mann. So, jetzt ist es ja überschaubar, Mann. Kämpfe ich lieber auf meinen. Das ist Affen war mir deutlich lieber, Mann. Bitte. Jetzt sei doch nicht so doof wie, Mann. Und jetzt. Komm. Dankeschön. Und so wollen wir die Numina besiegen? Könnte bis hart werden. Oh, Leute. Aber auch 12.000 Erfahrungspunkte halt einfach, Mann. Hallo? Können wir... Spiel! Dankeschön. Muss man sich genau draufstehen, ansonsten kann man nicht interagieren. Naja, okay, wir haben den aktiviert, das ist gut. Leute, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut wieder. Hoffen, dass wir keine Gegner mehr treffen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Let's Play Tales of Berseria und schauen, was da noch so für lustige Gegner rumlaufen. Bis dann, verabschiede mich. Ich war's euer Name, Fix, und bis zum nächsten Mal. Ciao!